Im sachsen-anhaltinischen Mainsdorf hat die Deutsche Bahn den Bahnhof komplett neu gebaut. Zwei ewig lange Bahnsteige, neue Lampen, Leitsysteme für Sehbehinderte und diesen Aufzugsschacht. Leider ohne Aufzug. Zu den Zügen geht's nur über diese steile Treppe mit ihren 42 Stufen, im Volksmund Himmelsleiter genannt. Für viele Bahnkunden ein unüberwindbares Hindernis. Ne, da freilich ist, bin ich da drauf sauer. Ich kann es ja nicht nutzen. Also ich halte davon gar nichts, weil ich ja gerade auch aus Altenpflege komme und generell auch Mutter bin mit kleinem Kind. Also ich finde es total Schwachsinn. Für mich ist diese Sache eine Fehlplanung. Seit 1996 baut die Deutsche Bahn den Knotenpunkt Dessau-Roßlau komplett um. Gesamtkosten rund 450 Millionen Euro. Mittendrin liegt der Haltepunkt Mainsdorf. Der wird komplett erneuert samt Unterführung. Im August, kurz vor der Wiedereröffnung, kommt dann die Nachricht, der neue Aufzugsschacht ist fertig, ein Aufzug wird aber nicht eingebaut. Der Ortsbürgermeister fühlt sich getäuscht von der Bahn. Jahrelang, 4 Jahre lang hat man uns hier im Glauben gehalten, dass hier auch ein Fahrstuhl herkommt. Auf allen Informationsveranstaltungen, das waren 3 Bürgerinformationen, und auf allen Plänen waren bis vor der Eröffnung, bis zum Schluss, war hier ein Fahrstuhlschacht mit Fahrstuhl vorgesehen. Die Deutsche Bahn teilt uns schriftlich mit, an dem Bahnhalt sei einfach zu wenig los. Deshalb bleibt der Aufzugsschacht leer. Wir sind uns bewusst, dass dies für Rollstuhlfahrer und andere mobilitätseingeschränkte Reisende unbefriedigend ist, bitten aber um Verständnis, dass es für den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen angesichts der Vielzahl von Bauprojekten und der begrenzten Mittel Grenzen gibt. Den Menschen fehlt aber nicht nur der Aufzug. Der ganze Haltepunkt ist kaum zugänglich. Keine Parkplätze für Pendler, auch keine Abstellflächen für Fahrräder. Tja, und der Bus hält auch nicht am Bahnhof. Dann muss ich mir sagen lassen von den Bahnangestellten, hier steigen nicht genug ein und aus. Dann hätten sie sich doch das alles sparen können. Man quält sich hoch und die jetzt hier mit Rollstuhl sind, haben ja keine Chance. Da muss was passieren, sonst ist Blödsinn. Warum haben sie auch dann eine Fahrstuhlschacht gebaut? Übrigens. Früher war der Weg zu den Bahnsteigen wenigstens überdacht. Bei Eis und Schnee kann die steile Treppe jetzt auch noch zur gefährlichen Rutschbahn werden.